Hey Leute, ich sitze hier vor meiner ersten selbst aufgebauten Solaranlage. Selbst zusammengestellt, selbst aufgebaut. Das ist kein Balkonkraftwerk, wird nicht in die Steckdose gesteckt, sondern der komplette Klumpatsch ist dabei. Schaut es euch an nach dem Intro. Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingos Tipps. Ihr habt es gesehen, ich habe mir eine Solaranlage gebaut. Das ist die erste von drei Zusatzanlagen, die ich mir in mein System dazu bauen will. Ich habe mir einen Batteriespeicher gebaut. Der muss natürlich jetzt auch ordentlich befüllt werden. Ja, wie gesagt, sind nur vier Panels, aber ist trotzdem vollumfänglich alles dabei. Komplett aufgebaut mit Dachhaken, fest am Dach verschraubt, Generator, Anschlusskasten, Laderegler, alles dabei. Seht ihr alles? Sollte es euch gefallen, lasst gerne einen Daumen hoch da. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich super über ein Abo freuen. Vielen Dank dafür im Voraus und checkt auf jeden Fall die Videobeschreibung, weil alles das, was ich hier verbaue, steht unten drin. Auch zusätzliche Informationen, da findet ihr auch die Videos über meinen Batteriespeicher. Ich habe das ganze Ding auch selber angemeldet, das findet ihr auch alles bei meinen Videos. Webseite, Stückliste, wie gesagt, checkt die Videobeschreibung und jetzt viel Spaß beim Video. So, ich werde jetzt als allererstes die Kabel verlegen, bevor ich irgendetwas mache. Und zwar sollen die Kabel wieder hinter die Klinkerwand. Und zwar möchte ich das gerne hier an dieser Stelle machen. Das werde ich hier genauso machen, wie ich das schon bei der Mietsolaranlage gemacht habe. Da habe ich das auch auf eigene Kappe gemacht, damit mir die Leute von dieser Endpalmiet-Solaranlage das Ding halt nicht davor koffern. Und hier oben, das wird ja mein erstes. Dann kommt hier die Terrassenüberdachung. Das heißt, die Kabel sind hier schon mal prädestiniert für diese Stelle. Und vom Carport kommt es dann da hinten auch durchs Dach, auch hier vorne. Also ist das hier der prädestinierte Punkt, wo alle drei Solarflächen und damit die Kabel zusammenlaufen können. Und direkt hier unten ist auch mein Hausanschlussraum. Das heißt, wenn ich da unten rauskomme, ein bisschen buddel und dann durch die Kellerwand bohre, bin ich auch direkt im Hausanschlussraum. Und deswegen muss ich als erstes jetzt mal die Dachziegel oben abnehmen, damit ich überhaupt wieder von oben da rankomme. So, ich bin jetzt hier auf meinem Dach, habe keine Möglichkeit, die Kamera hinzustellen, deswegen halte ich sie mal fest. Ich bin jetzt hier durchgedrungen. Ich zeige euch das mal eben. Das hier ist also das Stück. Ich habe hier also die Dachlatten habe ich hier durchgesägt. Da werden die nachher wieder angeschraubt. Dann kommt hier eine kleine Leiste gegen. Dann kann die Pappe da auch wieder hin. Und das hier ist jetzt quasi mein Klinker von oben. Das ist die normale Mauer. Das hier ist die Klinkerreihe. Hier habe ich jetzt mein HT-Rohr. Das habe ich unten schon abgeschrägt mit dem Winkel. Und das werde ich jetzt hier an dieser Stelle quasi bis nach unten versuchen durchzutreiben. Einmal hat es ja schon geklappt, jetzt versuche ich es halt wieder. So, das war doch schwieriger als beim letzten Mal. Ich habe das hier, ich zeige es euch mal eben, habe das hier ein bisschen mit meinem Bohrhammer hier ein bisschen vergrößert und habe zuerst mein Rohr auch nicht finden können, obwohl es oben total kerzengerade aussah. Aber dann habe ich von oben ein Kabel durchgeführt. Mein Töchterli hat hier unten so ein bisschen geguckt und irgendwann haben wir es dann hinten gesehen. Und dann haben wir es durchgekriegt und jetzt habe ich leuchte euch da mal rein. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt in dieser Konstellation. Also man kann das sehen und das Rohr neigt dazu, nach rechts wegzukippen. Deswegen habe ich da so ein kleines Holzteil reingesteckt. Das ist jetzt also genau die Öffnung von meinem abgesägten Winkel. Ja, Auftrag erfüllt. Dann kann ich es jetzt oben kürzen auf die richtige Länge, dass es mit der Mauer zusammen aufhört. Und dann kann ich der Reihe nach alle Kabel einfädeln. So, es sind jetzt alle Kabel drin hier. Das Wetter ist wieder mal gerade nicht ganz so gut. Deswegen will ich jetzt auch wieder rein. Und deswegen führe ich sie da unten jetzt mal durch. Ich zeige euch mal eben das Loch. Hier, schaut ihr, so sieht es jetzt aus. Ich habe hier durchgebohrt, habe normalen Bohrer genommen, habe sechs Löcher ungefähr kreisförmig angeordnet und dann habe ich das rausgekloppt in der Mitte. Die beiden dicken schwarzen hier oben sind übrigens keine Stromkabel. Nicht, dass einer von euch sagt, die sind ja viel zu flach, das sind Bewässerungsrohre. Ja, wie gesagt, mit Bitumen ausgestrichen und so sieht das Loch jetzt aus. Hier habe ich mir aus HT-Rohr
meine kleine Durchführung angefertigt. Das hat jetzt schon genau die passende Größe. Hier unten das Ding passt ins Loch. Den hier habe ich mir mit dem Heißluftföhn ein bisschen schmaler gemacht. Der passt hier oben auch rein. Und ja, da kommt das Kabel jetzt durch. Und noch wird es nicht stramm gezogen, aber das ist der Weg nach unten. Ach ja, und es fehlt auch noch das Erdungskabel. Da haben sie mir die falsche Länge geliefert, die Schlümpfe. Das kommt jetzt die Tage nach. Habe ich hier extra noch ein. Schaut ihr, hier ist ein normales Seil, ein Band. Damit ziehe ich mir das Erdungskabel im Nachhinein noch rein. Aber jetzt mache ich erstmal mit den Solarkabeln weiter. So, jetzt sollten sie alle drin sein. Muss ich mal von der anderen Seite ziehen. Ja, schaut mal, so sieht es von innen aus. Das Loch von innen. Da oben habe ich es hingebohrt. Sie kommen jetzt alle raus. Dann ziehe ich sie mal durch und lege sie in die Leitung. So, die Kabel sind jetzt erstmal in den Rohren verlegt. Das macht es doch gleich schon viel, viel ordentlicher. Das hier hinten sind vier Leitungen, die kommen vom Carport. Aufgrund der großen Leitungslänge habe ich einfach zwei mal zwei Adern genommen, habe also quasi den Querschnitt verdoppelt, um den Spannungsverlust auf der gesamten Strecke bis hinten am Haus durch möglichst gering zu halten. Hier vorne, das sind die Kabel, die kommen von den zwei Sachen hier vorne gleich. Das sind ja die 10 Meter Geschichten. Innerhalb von 10 Metern muss ein Generator-Anschlusskasten verbaut werden. Diese Komponenten sind alle sehr teuer. Ich wollte ihn selber bauen und habe dann hier die Firma Weidmüller gefunden. Weidmüller baut richtig tolle, geile Generator-Anschlusskästen. Hier habe ich die Version, dass man diese MC4-Stecker direkt drauf steckt. Und hier drin ist der Überspannungsschutz, da die kleinen gelben. Die lassen sich auch auswechseln. Das heißt, wenn die einmal über den Deister gehen, weil sie ausgelöst haben, dann sind sie hin, dann kann man sie mechanisch rausziehen, kauft sich neue, dann sind sie wieder da. Und ich habe hier vorne einen Ein- und Ausschalter mitgewählt. Und das ist jetzt der erste Generator-Anschlusskasten. Der kommt jetzt hier hin. Schaut mal, so sieht er von innen aus. Alles schön verkabelt. Hier kommt noch die Erdung rein. Erdung habe ich ja noch nicht verlegt. Und ja. So, super. Mache ich jetzt noch nicht fest zu. Ich muss ja noch mal bei wegen der Erde. So, ich habe mir bei AliExpress einen ganzen Schwung MC4-Stecker gekauft. Und ja, jetzt schließe ich hier gerade an. Plus, muss ein Stecker ran. Stecke ich als erstes mal den Nups hier rüber, dass ich den nicht vergesse. Dann kommt hier diese Gummidichtung. So, habe ich so ungefähr 1 cm abisoliert. Und jetzt haben wir hier dieses Teil. Und bei dem Set war auch eine Krimpzange mit dabei. Ja, die war da mit bei. AliExpress hat kleines Geld gekostet. Habe ich euch natürlich auch verlinkt. So, was haben wir hier? 6. So, einmal durch. Bis er wieder aufgeht. Ja. Das sieht ganz hervorragend aus. Ja, also die hätte man nicht unbedingt vorher raufstecken müssen, kann ich mir beim nächsten sparen. Die gehen auch im Nachgang rauf. Jetzt muss das hier rein. Da kann man wohl nichts verkehrt machen, oder? Mal gucken. Oh, das hat irgendwie eingerastet. Und der ist hier vorne auch angekommen. Das sieht gut aus. Schieben wir jetzt den kleinen mal rein hier. So. Muss ich ja üben, muss ich ja noch einige von anschließen, von diesen MC4-Steckern. Knall ich den ordentlich dicht. Wow, das sieht gut aus. Und jetzt soll der hier rein. Das hier ist plus in. Gut, jetzt müssen wir natürlich darauf achten, dass wir hier hinterkommen. So, nehme ich mal den hintersten hier. Ah, oh, Nummer 1 angeschlossen. Sehr gut. Bei dem anderen Buchse kommt natürlich genau das andere Teil drauf. Zweimal gemacht und schon wie ein Profi. Oh, auch der rastet ein. Also es geht einfach. Es geht wirklich einfach. Hätte ich mir schlimmer vorgestellt. So, minus in. Alles klar, auch wieder ganz nach hinten. Jo, so. Ich habe die Kabel hier unten länger gelassen, weil ich sie jetzt nämlich, um weniger Verschnitt zu haben, einfach zurückführen werde. Das heißt, ich werde jetzt von dieser Länge nehmen und werde sie komplett wieder zurückführen bis nach oben. Dann habe ich nur einmal Verschnitt am Dach
Und vielleicht kann ich mit dem noch was anfangen. So, auch für diesen String verwende ich jetzt genau solch einen Generator-Anschlusskasten. Das sieht doch jetzt schon mal richtig gut aus. Bisherige Solaranlage, neue Solaranlage, neue Solaranlage. So, die beiden MC4-Stecker habe ich auch wieder angebaut. Hier hinten haben wir Plus. Oh, klack und Minus. So, auch beide dran. Ja, Leute, schaut euch das an. Ich habe es einfach mal fertig gemacht. Geht jetzt zwar gar nicht um die anderen beiden, aber wenn ich das jetzt mache, dann habe ich nachher in den anderen Projekten weniger Arbeit. Ja, also den habt ihr gesehen, dann habe ich den zweiten angeschlossen und mittlerweile ist jetzt auch das Teil der Ein- und Ausschalter hier gekommen von AliExpress für meine Carport-Geschichte. Und so richtig schön beschriftet hier sieht das doch jetzt alles richtig professionell aus. Ja, die Kabel habe ich zurückgeführt. Ja, soweit erstmal und jetzt muss ich dann den nächsten Schritt gehen. Also hier raus, hier raus, hier raus und dann rüber zu meinen MPPT-Trackern. Für alle meine drei neuen Solareinheiten habe ich mir den MPPT 15035 gekauft von Victron, also den MPPT-Controller. Zwei Stück hängen schon, Carport, Terrasse, jetzt kommt noch Dach Süd. Habe ich von der Firma Panda Solar. Also wenn ihr irgendwelche Komponenten kauft, solltet ihr unbedingt bei Panda Solar vorbeischauen. Die findet ihr nicht auf Idealo, weil Idealo nimmt auch immer sehr viel Geld von den Firmen. Dennoch sind die meist günstiger als Idealo. Und über 1000 Euro bei Victron haben sie einen 40 € Gutschein. Spätestens dann sind sie günstiger und Preisgarantie haben die auch. Also wenn ihr irgendwas an Komponenten wollt, setzt euch auf jeden Fall auch mal mit Panda Solar in Kontakt. Und ja, wie gesagt, habe mir alle drei geholt. So, alle drei dran. Und jetzt gehe ich mal mit euch an den Rechner und zeige euch mal den Victron MPPT-Kalkulator. Und dann zeige ich euch, wie und warum ich mich für diese 15035er entschieden habe. Ja, warum ist der MPPT-Rechner von Victron gegebenenfalls eventuell wichtig für euch? Wir schauen uns das mal an. Wir haben hier das Datenblatt von meinem Modul. Das kriegt ihr eigentlich von jedwegen Modul, sollte es eigentlich so ein Datenblatt geben. Das hier ist jetzt das Jahr Solarpanel. Da gibt es mehrere von und ich habe das hier außen das 405 Watt Panel. So, und hier stehen die ganzen Leistungswerte und das sind die, die wir brauchen. Auf der anderen Seite hier haben wir den Victron MPPT Rechner und da habe ich jetzt einfach mal meine Werte eingegeben. Ich habe ein 48 Volt System, erstmal nur eine Zelle eingegeben. Batterieerhaltungsspannung, Kabellänge könnt ihr vernachlässigen an dieser Stelle, ist jetzt nicht ganz so kriegsentscheidend. 405 Watt, VOC und ISC, die stehen dann hier. VOC, ISC, rüber zu meinem Panel sind dann hier die Werte. VMPP und IMPP, diese beiden, die findet ihr dann jeweils eine Spalte tiefer. VMP und IMP. So, diese Werte sind hier eingetragen. Und jetzt könnte man geneigt sein zu sagen, 30 Volt, 4 Panels, 120 Volt. Ich habe einen 15035, passt, wunderbar, kaufe ich mir. Aber bin ich am Anfang auch drauf reingefallen, ganz wichtiger Punkt, schaut mal hier unten gibt es noch die sogenannten Temperaturkoeffizienten. Also diese Werte, die dort stehen, die sind, ich weiß nicht an welcher Stelle, aber es ist irgendwie irgendein Idealfall, der wahrscheinlich auch nicht ganz so oft vorkommt bei uns oben auf dem Dach, bei euch auf dem Dach. Und wir sehen ja hier Temperaturschwankungen möglich minus 10. Das ist ja durchaus gängig auch in Deutschland. 70 Grad können natürlich oben im Sommer bei den Panels auch mal eben herrschen. 80 Grad Temperaturunterschied, das ist ein Stiefel. Und dann verändern die Zellen nämlich ihre Werte und zwar um 0,27% ins Negative pro Grad Celsius. Das sind dann bei 10 Grad schon 2,7% und bei 80 Grad, ja, da kommt schon was bei rum, merkt ihr selber, ja? So, und dieses Tool rechnet das für euch im Hintergrund aus. Und jetzt schaut euch das mal an. Ich schalte jetzt einfach mal alle meine vier Panels in Reihe und gucke da. Ich müsste mir den MPPT 250 kaufen. Warum?
weil ich bei minimaler Temperatur plötzlich 163 Volt habe. Also nicht mehr 120, wie eben im Kopf überschlagen, sondern mal eben 163 Volt. Das liegt an diesem Temperaturkoeffizienten. Manche gibt es, die weisen diese Temperaturkoeffizienten nicht aus. Dann sind hier Standardwerte drin im MPPT-Rechner. Dann lasst ihr die einfach stehen. Das passt schon und ist auf jeden Fall besser als nix. Jetzt habe ich ja zwei in Reihe und zwei parallel. Und dann bin ich auch wieder auf meinem MPPT-15035. Wenn ihr hier Bluetooth wegmacht, dann kommt ihr weg vom Smart Solar und geht auf den Blue Solar. Und wenn ihr hier MC4-Stecker anbaut, naja, dann kommt ihr zum nächsten größeren Modell. Aber ich kann das auch eben direkt dran schrauben und ich möchte Bluetooth haben. So habe ich dann hier mein Smart Solar. So, gehen wir mal auf die Berechnungen. Hier oben sehen wir die Spannungswerte 50,7. Das könnte schon knapp werden. Aber wenn ich an meinem Akku 50,7 habe, dann ist er auch nahezu voll. Und ja, zu 81% bin ich unterdimensioniert. Also dieser Smart Solar passt also hervorragend zu meinen vier Panels. 35 Ampere maximaler Strom. Und bei minimaler Temperatur, dadurch, dass die Spannung steigt hier auf 81 Volt, würde ich hier schon in eine Begrenzung kommen. Das ist aber auch nicht schlimm, weil, wie gesagt, das ist alles nur bei Sonne. Im Grunde genommen ist dieses Gerät hier absolut ideal für mich ausgewählt. Also, wenn ihr irgendetwas plant mit Solar, dann solltet ihr das einmal hier durchlaufen lassen. Es könnte entscheidend sein. Ja, Leute, es ist vollbracht. Schaut euch das an. Die Kabel liegen alle mal fürchterlich eng mit so einem kleinen 30er Rohr, das da alles reinzukriegen. Aber ihr könnt sehen, ist jetzt ordentlich Silikon drum. Unten hatte ich ja zuerst noch Bitumen geschmiert. Jetzt ist der kleine Weg hier außen lang wirklich, ich denke mal, schön abgeschottet. Und ihr könnt hier sehen, der Rindenmulch geht auch bis zum Sockelverblender. Das heißt, hier bleibt eigentlich nur so ein ganz kleines Stück grau über. Da pflanze ich was vor und dann sollte das gut sein. So, hier oben bin ich jetzt auch fertig. Ich habe alles nochmal schön in Leerrohre gezogen. Die zwei gehen hier rüber für die beiden links. Und dieses hier verschwindet unter der Hausecke. Und kommt jetzt erstmal aus dem Scheinwerfer raus, bis ich es von da dann weiter in den Carport legen werde. Ja, dann mache ich das Brettchen wieder drauf jetzt hier und dann können die Dachpfanne auch wieder drauf und dann bin ich hier endlich fertig. Ich bin jetzt gerade dabei, die Dachhaken anzubauen. 1, 2, 3, hier müsste wieder einer sein. Hier ist er unter dieser Latte. Und da muss jetzt der Dachhaken ran. Der passt natürlich wieder nicht. Das heißt, ich muss ihn ein Schraubloch weiter nach links machen. So, jetzt wird der hier angepasst. Und zwar so, dass dieser Dachhaken quasi so in der tiefsten Stelle der Pfanne liegt. Und dann sehe ich zu, dass die Schraube die Pfanne auch nicht berührt. Dann zeichne ich mir den an. Zwei Löcher, zwei Schrauben. So, zum Ende hin richte ich ihn aus und sehe zu, dass meine Schraube nicht gegen die Dachpfanne haut. Wunderbar. Und ordentlich fest. Der hier darf auch nicht auf der Pfanne aufliegen, weil es könnte ja eine Belastung von oben kommen. Die würde dann durch dieses Metallstück bis auf die Dachpfanne durchdringen und dann würde sie gegebenenfalls kaputt gehen. Deswegen auch hier so ein bisschen Abstand darunter. Ich mache irgendwie so 3, 4 mm. Und ordentlich fest. Perfekt. So, das ist hier ja keine genormte Dachfläche. Deswegen habe ich jetzt noch so das Problem, dass ich die auch so rum ausklinken muss. Normalerweise, ihr seht das hier, ist sehr dick.
sind jetzt 4 rein, 3 hätten wohl nicht gepasst und für 4 ist es zu knapp, also haben sie die alle so ein bisschen weiter ineinander geschoben. Normalerweise sind die Dachhaken so konstruiert, dass sie wirklich hier unten rausschauen. In meinem Fall jetzt nicht. Das heißt, ich muss sie jetzt nicht nur von unten ausklinken, sondern ich muss sie auch noch mal in der Fläche ausklinken, damit ich meine Dachpfanne überhaupt runtergeschoben bekomme. Aber sehen tut man es ja eh nicht. Auch habe ich hier nicht so viel Wahl, weil wenn ich unten eine stehen lasse, kann ich es nur hier machen. Und wenn ich oben eine stehen lasse, kann ich es auch nur da machen. Aber ja, wie gesagt, wenn die Solarpanels drauf sind, dann sieht man dann nichts mehr von. Dann zeichne ich mir den jetzt an. So, dann schneiden wir den mal zu. So, schauen wir mal, ob es passt. Ja, so weit, so gut. So, das Ganze nochmal hier oben zeichnen, bohren und schrauben. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. So sieht das aus, seitlich versetzt, 2 Schrauben befestigt, kein Kontakt zur Dachpfanne, so soll das aussehen. So, die oberste ist jetzt auch geschnitten, einmal hier, einmal da. Oh, passt auf Anhieb, sehr schön. Noch die beiden Halter ran. Oh, und fertig. Ja Leute, das ist jetzt nicht so die coolste Aufgabe, die man sich da aussuchen kann. Bin auch froh, dass ich nicht so ein ganzes großes Dach machen muss. Aber ja, wenn man einmal so ein bisschen Routine da drin hat, geht das ganz gut von der Hand. Ich würde jetzt sagen, wo bin ich denn hier? Ich habe jetzt die Hälfte geschafft, ja. Bin in der Hälfte meiner Terrasse. Jetzt muss ich also quasi nochmal 8 Stück in die andere Richtung setzen. Und ja, wenn ich dann die Querschienen drauf baue, dann schalte ich euch wieder dazu. Ja Leute, es ist total windig und ihr seht, ich bin mit meinen Dachhaken fertig geworden. Und bringe jetzt gerade die Stangen an. Muss die Kamera in der Hand halten, das ist hier schräg auf dem Dach und wie gesagt total windig. Da mag ich die hier nicht abstellen. Ja, die Stangen haben eine gewisse Länge. Eine Stange hier, die untere, die habe ich so lange lassen, wie sie ist und die obere habe ich zugeschnitten, wie ihr seht. Jetzt kommt natürlich oben die andere lange und die andere zugeschnittene hin. Da habe ich mir so 2 Verbinder reingebaut, die hatte ich noch liegen. Und ja, jetzt wird das hier draufgebracht. Jetzt muss man die hier natürlich auch nochmal alle wieder losmachen, weil die natürlich irgendwie so oder so festgeschraubt waren und hier nicht plan unter waren und die Höhe stimmte auch nicht. Ich hätte mir jetzt ein Seil spannen können, aber ich habe hier einfach einen Holzklotz als Abstandshalter genommen, dass ich überall denselben Abstand habe. Und die Schrauben, die dazugehören, sind natürlich auch genial. Ich schiebe sie erst unten so durch den Halter, dann drehe ich sie, dann schiebe ich sie so in die Nut. Und durch diese Rundungen hier können die sich in die richtige Position drehen, aber dann durch die Ecken verkanten die sich. Ich muss mich also nicht darum kümmern, dass die in der richtigen Position sind, sondern alleine durch die Richtung des Festdrehens verkeilen sie sich in der Nut. So, jetzt habe ich sie erst hier oben festgedreht, dass sie hier plan unterliegt. Und jetzt mache ich sie hier fest. So. Ja, ist eigentlich eine ganz coole Nummer. Wesentlich leichter als gedacht. Ich mache jetzt mal den Rest. Das ist ja nicht so spannend. Und dann so, Erdungskabel festziehen. Okay. Ja, dieser Bauabschnitt ist fertig. Ihr habt das Erdungskabel gesehen. Ich habe mich entschlossen, das Erdungskabel hier unten rausgucken zu lassen. Da habe ich auch mit der Fräse eine Nut gemacht. Das Solarkabel selber werde ich hier unten rausgucken lassen. Denn mit diesem schwarzen Rohr, denke ich mal, wird man das nicht sehen. Da kann ich mit leben. Da werde ich jetzt nicht die anderen Dinger schlitzen. Ja, ist klar. Jetzt, wo ich aufhöre, wird das Wetter gut.
Ja, Leute, so richtig schönes Ätzwetter. Eigentlich überhaupt nicht dafür geeignet, eine Solaranlage aufs Dach zu bringen. Aber es muss ja vorangehen, die Zeit rennt. Und ihr seht, ich habe die erste Hälfte, ganze zwei Panels, fertig. Ja, am Anfang hatte ich mir Sorgen gemacht wegen der Ausrichtung, dass die hier alle schön ausgerichtet sind. Aber was sehr gut funktioniert ist, wenn ich hier die Felder zähle. Und zwar bei mir ist es hier das 1, 2, 3, das vierte Feld zur Mitte mit der Schraube. Dann bin ich natürlich immer ziemlich cool auf meiner Leiste. Und dann brauche ich gar nicht hier unten irgendwie auszurichten, sondern wenn die Dinger vorher schon gerade waren, dann sind sie jetzt natürlich dann auch gerade. Ja, diese zwei sind parallel verschaltet. Das heißt, hier oben geht der Minuspol dort unten an den Pluspol von dem hinteren Panel. Und der Minuspol da oben, der kommt hier an. Das ist deswegen das schwarze Kabel. Und das hier ist jetzt der Pluspol von hier unten. Und da habe ich mir dann ein rotes Verlängerungskabel gemacht. So, damit ich das dann natürlich auch auseinanderhalten kann, weil das muss ja nochmal eben die anderen zwei nach vorne geführt werden. Und ja, jetzt bringe ich die anderen beiden an. Was ihr hier seht, ist so meine helfende Hand, weil zwei passen hier oben nicht drauf. Das ist alles ein bisschen figelinsch und fragil hier oben. Und deswegen lasse ich mir die Panels einfach immer hochgeben. Und dann habe ich hier eine Korpuszwinge. Die geht hier runter und hier unten dran habe ich dann eine normale Zwinge. Und da kann ich dann das Panel immer so ein bisschen gegenlehnen. Und dann richte ich es aus und dann schraube ich es fest. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich habe euch ja noch nicht gesagt, wo ich die Solarpanels her habe. Also die Solarpanels und alles, was hier für den Einbau, was ihr hier gesehen habt, das heißt die langen Leisten, die Dachhaken, die Schrauben, alles komplett habe ich geholt von Venturama. Ich habe Anfang Februar nach viel Suchen die Ja-Solarpanels, also 405 Watt haben die ja, für 109 Euro netto bei Venturama gefunden. Das ist ein absoluter Knallerpreis. Ich bin bei eBay Kleinanzeigen bei einer Einzelabnahme von 1 bis 10 nie unter 169 gekommen, 179 netto wohlgemerkt. Also das ist wirklich ein schweinegeiler Preis. Hab die im letzten Video schon mal vorgestellt und da haben viele gesagt, ah, die machen ja nur Palettenabnahme. Leute, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Als ich Anfang Februar da angerufen habe, da gab es die auch nur als Palettenabnahme. Aber ich habe ja nachgefragt und dann haben sie gesagt, wir kriegen Nachschub. Ab dem 20. Februar kannst du die auch einzeln bekommen für denselben Preis. Hat geklappt. Also wenn es auf der Homepage nicht gleich zu finden ist, dann verzagt nicht gleich. Ruft die doch einfach mal an oder schreibt denen eine Mail. Ich habe auf jeden Fall in der gesamten Zeit keine günstigeren Solarpanels gefunden. Und damit auch nur einmal Spedition kommt, habe ich mir gleich alles liefern lassen. Die haben nämlich generell günstige Preise. Und beachtet bitte, die haben auf ihrem Online-Shop immer noch die Bruttopreise. Also wenn ihr die Preise dort seht, könnt ihr die Mehrwertsteuer immer noch wieder runternehmen. Also auch nicht erschrecken, wenn ihr den Preis seht. Der ist brutto bei denen. So, das Panel liegt jetzt lose drauf. Schraube ich hier wieder los. Das liegt jetzt hier vorne auf meinem Stützhalter. Und da drüben ist es so ein bisschen eingeklemmt mit den Modulklemmen hier. Ach, hier ist noch los. Okay, gut. Ja, jetzt sind sie beide los. So, jetzt ist er drin. So, hier ist er schon wieder in der Hälfte von meinem vierten Strich. Schaue ich mal hier, ob er an allen anliegt. Ja, liegt super an. Perfekt. So, schön fest. So, hier oben passe ich ihn nur an. Lass ihn aber noch wieder locker für das nächste Panel, was da kommt. So, einmal wieder krimpen hier. Einrasten. Zack. Sind übrigens auch so tolle Schraubenschlüssel dabei hier, wo man die Dinger echt wirklich fest anknallen kann. So, alles in dem Set. Ja, Leute, sie sind jetzt alle fest verschraubt. Das hier ist mein Kabelstrang von hinten. Stecker dran. Das hier ist der, was ist denn jetzt hier? Minus, ist ja schwarz. Minus von dem zweiten Strang. Und hier, das ist der untere Plus von dem zweiten. Und das ist meine Zuleitung hier. Das ist das, was von unten kommt. Habe ich mir bei AliExpress jetzt gleich mitbestellt, hier diese Zweifachverteiler. So, jetzt haben wir hier Plus. Da kommt der ran. Minus. Kommt dann der ran. So, ja, dann nehmen wir einmal Minus von hinten.
Minus von vorne, Plus von hinten und Plus von vorne. So, Kabel alle so ein bisschen versteckt und man mag es kaum glauben, ich bin fertig. Ich bin fertig. Jetzt liegt theoretisch ja schon unten Spannung an. Gut, ist jetzt nicht so die mörderische Sonne und das Ding ist ja auch noch ausgeschaltet, aber kann losgehen. Jetzt muss ich es verkabeln und bin ja noch nicht fertig. Ich hatte ja eben erwähnt, mein Erdungskabel ist gekommen und das musste ich hier natürlich auch nochmal erden. Ich bin hier mit dem dicken Erdungskabel reingegangen, hier oben in den Kasten meiner vorhandenen Solaranlage. Da war in der Klemmleiste zum Glück noch ein Slot frei. Dann bin ich hier raus, gehe hier in den hinteren rein, da könnt ihr die dicken gelben sehen. Starre Leitung, dickes Erdungskabel, geht dann hier an den ersten GRK, kommt hier wieder raus und geht hier in den zweiten GRK. So sind die beiden jetzt erstmal abgesichert über die schon vorhandene Erdungsleitung. Hier seht ihr jetzt nochmal die normalen Kabel. Da habe ich auch alles schön mit Silikon von dieser Seite gemacht, ordentlich verlegt. Hier rechts geht das Erdungskabel raus. Das geht dann hier runter und mündet dann hier an meinem Erdungsblock, wo ich es jetzt fest verschraube. So, jetzt ist alles, ich hoffe, fachgerecht angeschlossen. Ist natürlich klar, jetzt ist das Wetter wieder gut und ich stehe hier im Keller und mache den Rest. Das hier sind 16 Quadrat Kabel, der MPPT kann 16 aufnehmen, also habe ich mir einfach mal 16 Quadrat gekauft. Schadet ja nichts. Und jetzt muss ich hier diese Kabelschuhe wieder drauf pressen. Das sind ja die, die an meine selbstgebaute Verteilung kommen. So, sieht gut aus. So. Das sollte gut sein. So. Richtig schön geworden. Cooles Teil. Ja, die Zange habe ich ja überbehalten. Das war ja eine lohnende Investition. Braucht man ja immer mal wieder. So, noch etwas Schrumpfschlauch drüber. Und dann sieht das gut aus. So, hier habe ich die Kabel schon verlegt. Ich habe sie angeschlossen an den oberen MPPT. Kabel laufen dann hier oben lang. Einmal darüber, kommen da runter. Und werden jetzt hier an den Output gesteckt. Eins und zwei. Soweit fertig verkabelt. Hier ist er noch aus. Power liegt ja mittlerweile oben an. Ich habe hier die Leerlaufspannung schon gemessen. So, jetzt brauchen wir natürlich auch noch eine Verbindung über dieses VE direkt vom MPPT rüber zum Servo. Das ist jetzt das Kabel dafür. Die Kabel sind eigentlich erschreckend teuer. Da kostet also ein Kabel, die gibt es in unterschiedlichen Längen. Meistens ist es nicht die passende, irgendwie mindestens 17,95 aufwärts direkt von Victron. Aber dieses hier hat gerade mal irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Euro gekostet, weil ihr könnt euch nämlich dieses Steckerchen hier kaufen. Das sind 2 mm Abstand. Ich verlinke sie euch unten in der Videobeschreibung. Die haben dann hier so 10, 15 cm Kabel dran und gibt es paarweise. Ich habe mir ein 10er Set gekauft, weil ich ja alleine schon 6 Stück brauchen werde für meine 3 MPPTs. Und ja, kostet wie gesagt kleines Geld. Und die lötet ihr dann einfach zusammen und könnt dann natürlich ein Kabel einfügen. So habe ich das ja auch gemacht. So könnt ihr euch jede erdenkliche gewünschte Länge wirklich selber kreieren. Und es ist ganz einfach. Die beiden äußeren, in diesem Fall hier schwarz und gelb, die lötet ihr eins und eins zusammen. Also auch wieder schwarz und gelb von diesem hier. Und die mittlersten, hier in diesem Falle rot und weiß, die müsst ihr einfach nur tauschen, einmal drehen. Das heißt, ihr macht das Rote an dem Weißen und das Weiße an das Rote. Das ist VX und RX und die werden einmal ausgetauscht. Außen ist Plus und Minus. Die Anleitung habe ich vom Jens vom Kanal Meine Energiewende. Habe ich nicht geklaut. Ich denke mal, er hat es ja auch irgendwie her. Es ist aber so dermaßen einfach, dass ich es an dieser Stelle einfach mal eben anspreche. Aber danke, Jens. So, kommt dann hier oben einmal rein. Und in den Servo rein. So, soweit erstmal verkabelt. So, letzter Schritt, ich bin soweit. Ich würde sagen, ich mache jetzt beides mal aus. Victron aus,
keine 48 Volt mehr und hier auch aus. Das heißt, der ist jetzt eigentlich komplett stromfrei. Opa. So, dann würde ich sagen, ich starte mal die Batterie, vorladen. Sieht gut aus und an. So, hat schon mal nicht geknallt. So, der hier oben blinkt jetzt. Jetzt werde ich mal versuchen, mich mit dem Handy zu verbinden. Victron Control. Ja, und wie ihr sehen könnt, habe ich hier zu meinem Servo jetzt auch ein Smart Solar 150-35. Das sieht ja gut aus. Koppeln und verbinden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, okay. Erstmal Firmware-Update. Soweit, so gut. So, aktuellste Firmware drauf. Wunderbar. So, 0 Watt. Ja, wunderbar. So, dann stehen wir mal. Batterie, da gehen wir erstmal rein. Ja, und da sehen wir eigentlich alles die Werte, die auch im Multiplus eingestellt sind. Ich habe übrigens, ganz wichtig an dieser Geschichte, man muss hier die Batterien einstellen. Wir haben ja einmal die Funktion Drehknopf. Das ist jetzt bei mir aktiviert, denn Benutzer definiert Voreinstellungen und dergleichen. Und mein Drehknopf steht jetzt auf Position 7. Der Drehknopf ist hier ein kleiner Pümpfchen und ein kleines Loch, direkt hier neben dem Anschlussstecker. Und da gibt es 7 oder 8 Positionen, ich weiß es jetzt nicht. Und Position 7 wäre LivePo 4. Könnt ihr auch sehen hier bei mir auf dem Display. Position 7 LivePo 4. Und dann ist hier unten auch alles, kann man nichts anwählen. Auch wenn ich den Expertenmodus aufwähle, komme ich in die Spannung nicht rein. Das ist also die 56,8 Volt Absorptionsspannung, die im Multiplus hinterlegt ist, und auch die 54 Volt Erhaltungsspannung. Ja, soweit, so gut. Dann würde ich jetzt sagen, also meine Batterie ist jetzt voll, zu 100% voll. Denn ich würde sagen, ich schalte ihn jetzt einfach mal ein. Und jo, jetzt habe ich ihn eingeschaltet. Gucken wir mal, was passiert. Jo, er fängt an zu arbeiten. Er läuft hoch. Eigentlich müsste jetzt Sonne da sein. Da kommt es. Ah, 1 Kilowatt. Wunderbar. Ja, wir schauen dann nochmal hier auf das VRM-Portal. Was können wir sehen? 1800 Watt habe ich Lasten. 4100 bringt mein normaler Wechselrichter von der Ost-West-Anlage. 1000 Watt, 1 kW bringt die neue Anlage, die ich gerade dazu geschaltet habe. Und ja, ihr könnt auch sehen hier an der kleinen gelben Leuchte, der Victron steht jetzt auf Absorption. Er hat also eigentlich fertig geladen und es gehen gerade mal, auch jetzt geht sogar was aus dem Akku raus, kurioserweise. Und es gehen jetzt gerade mal 200 Watt in den Akku rein, 4 Ampere für die Erhaltung und der Rest geht jetzt tatsächlich auch nach oben in den Verkauf. So, jetzt schauen wir nochmal auf die andere Übersicht vom VRM-Portal und wir können sehen, wir haben jetzt nur noch 546 Watt auf den neuen Panels, aber es gehen davon auch nur 300 Watt in den Akku, der Rest geht schon über den Victron ins Netz. Und ja, gut, jetzt sind es 500 zu 800. Das liegt daran, dass er eben schon fast voll ist. Das wird jetzt noch sukzessive immer weniger. Aber ich würde sagen, das funktioniert so, wie es soll. Super. Ja, es ist gelaufen. Teil 1 von 3 geplanten Zusatzausbauten ist gelaufen. Der nächste wird dann hier das Dach sein. Diese Glasplatten werden ersetzt werden durch Solarpanels. Das wird dann das nächste Solarvideo werden. Freut mich, dass ihr dabei gewesen seid. Checkt die Videobeschreibung. Gerne einen Daumen hoch da lassen. Abo hatte ich schon am Anfang gesagt, würde mich sehr freuen. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann drückt einfach die Glocke. Bis zum nächsten Video. Euer Ingo.